ein Crossroadster-Tier. Das ist übrigens der deutsche Name. Ich werde es wahrscheinlich nie wissen. Wenn ich das mal weiß, kann ich dann in Ruhe sterben. Das ist eh stabil genug. Was will man noch mehr? Im Kuhstall. Und ihr seht's? Wahnsinn! Ein Lego! Und der Rücken fliegt auch mal 2 cm. Voll geil, oder? Von uns rüber. Hallo Ali, ich bin's wieder, Flipperstein Schmatz, euer alter Knacker aus dem rostigen Städtchen der Lenkbach im Wienerwald. Ich sitze hier an meinem selbstpersönlich gekauften YouTube-Videotisch im Saal Klassik der Seidler Kindergarten, das bereits an Sonn- und Feiertagen im Sommer als Museum mit Flipperautomaten und Lego-Sets geöffnet hat. Und ich habe euch was mitgebracht und haltet euch fest, es ist was Tolles, es ist was Hartes, es ist was Kleines, es ist ein Stein. Nein, kein Diamant, ein Stein. Diesen Stein hat mir selbst persönlich ein sehr nettes meiner Kinder geschenkt und ich bin von und zu überhaupt begeistert. Ich habe euch noch was mitgebracht von der Firma Lego. Haltet euch fest, es hat über 100 Teile. Es ist klein, es ist rot, es ist blau, es ist schwarz, es ist ein bisschen weiß. Es ist ein wunderbares 88-20er. Ich fange mal an zu drehen. Das, liebe Freunde der Blasmusik, ist die wunderbare 8820-1. Ein Crossroadster-Tier. Das ist übrigens der deutsche Name. Ja, ja. Kam 1991 auf den Markt. Der englische Name ist Mountain Rambler. Mountain Rambler. Besteht aus 139 wunderbaren Lego-Elementen, hat keine Minifigur oder sonstige Figur inkludiert. Kindergarten-Inventarnummer ist die LA-91104, also LA-91104. Im deutschen Katalog war es 1991, 1992, 1993. Ja, und die Lego-YouTube-Videonummer heute am 19.05.2022 ist die LY-00343. Tja, wollen wir mal abmessen? So gehört sich das. Ohne abmessen kannst du das gleich vergessen. Der ist hoch, denn der hat eine Antenne. Das ist cool. So, die Länge. 13 cm. Die Höhe. 12 cm. Und die Breite. 9 cm. Ihr wollt eine Hochkantdrehung? Ich mache sie gerne, denn diesen Kollegen kann ich gut am Ersatzrad festhalten und dann kann ich ihn gut drehen. Ah, habt ihr gesehen, was da drinnen ist? Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ihr habt das erst vor ein paar Tagen gesehen und heute seht ihr es wieder. Das ist ja nett. Ja, ich meine da unten diese spezielle Lenkvorrichtung unter meiner Warze. Ha! Die Warte, hat jemand ein Stellingmesser? Sollen wir die? Ich hätte ein Stellingmesser. Sollen wir live auf YouTube? Nein, 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 so Sachen machen wir nicht. So, worum geht's? Das ist ein kleiner Geländekollege. Den kann man schieben. Überraschend schlecht kann man ihn schieben. Das liegt daran, dass alle vier Räder durch einen grauen Technikteil gehalten werden. Diesen Technikteil. Der auf einer Seite Achse ist und auf der anderen Seite Dübel, von dem ich bis heute nicht weiß, wie er heißt. Und ich werde es wahrscheinlich nie wissen. Wenn ich das mal weiß, kann ich dann in Ruhe sterben. Alle vier Räder werden von so einem gehalten und diese Technikteile ziehen die Kinder immer mit den Zehen festgehalten aus dem Rad heraus. Woher ich das weiß? Weil ich es auch so mache. Durch diese Zahnabdrücke, die man dann in dieses Dübelteil hinein fabriziert, entsteht Reibung, wenn man es wieder einbaut und dreht sich nicht so wirklich motiviert. Das ist der Grund, warum dieses Fahrzeug sehr schwer schiebbar ist, weil er heute aus alten Teilen gebaut ist. Wir haben die Lenkung. Die Lenkung habe ich euch im letzten Video, im 342er, schon genauer gezeigt. Da habe ich sie zerlegt gehabt. Das ist genau dasselbe Lenksystem. Dieses neue, im Jahr 1991 neue System. Wir haben zwei von den Luxusscheinwerfern, die ihr aus dem vorletzten Video kennt. Wir haben ein paar Technikachsen. Wir haben nach wie vor unsere klassischen Achsstopper mit den Einkerbungen zwecks Fixierung der Stellung. Interessanterweise haben wir hier noch so ein Lenkelement als
Zusatzfunktion eingebaut, damit sie das da ausgeht, weil die Noppe wäre sie nicht mehr ausgegangen vom Technikstein. Ja, ein paar schwarze Dübel, die höhere Reibung haben. Wir haben wieder den Luxus-Technik-Sitz eingebaut. Zur Lenkung sei noch anzumerken, dass hier zwar dieses in der Höhe verstellbare System verbaut ist, aber es nicht höhenverstellbar ist, weil dahinter eine Technikbrickkonstruktion ist, die den Winkel vorgibt sozusagen. Dann haben wir hinten ein Reserverad, das sich übrigens leichter dreht als die montierten Räder. Ja, ist ja auch noch nicht in Verwendung gewesen, ist ein Reserverad. Und wir haben, ihr habt es gesehen, eine Heckfederung, interessanterweise nur durch eine Feder. Man hätte ja auch zwei nebeneinander einbauen können, aber ich muss sagen, das ist eh stabil genug. Das heißt, wir haben einen Bopo-Hüpfwagen. Wir schneiden auf die Totale. Das ist ein Hinweis für mich, in dem Moment, wo ich schneide jetzt auf die Totale. Früher habe ich immer gedacht, wenn irgendwo ein Fehler drinnen war, dass ich wusste, wo ich schneiden muss. Mache ich jetzt nur mehr bei den Katalogen. Denn ich bin schon so professionell, dass es keine Fehler mehr gibt. So, also wir haben hier eine Lenkung. Wir können auch den Windschutzscheiben angezeigten Überrollbügel ohne Windschutzscheibe ein bisschen hin und her klappen. Kriegt man es leichter in die Lade sozusagen. Das Lenken ist jetzt für den alten Knacker ein bisschen schwierig, weil die dicken Wurstelfinger da so schwer rein können. Ja, also da könnte man jetzt sehr viel Konstruktionen noch aufwenden, um das Reserverad als Lenken zu verwenden. Oder man macht ihn gleich ferngesteuert. Ein ganz liebes, nettes, kleines, herziges Set. Wir werden uns da gar nicht lange drüber auslassen und wir unterhalten uns über Gott und die Welt. Ich habe gerade festgestellt, dass sich meine Excel-Datei für die YouTube-Lego-Teile überarbeiten möchte, damit ich auch weiß, welcher Tag heute ist. Denn da steht zwar, dass der 19.05. ist, aber es steht hier nicht, ob es ein Donnerstag oder ein Sonntag ist. Damit tue ich mir verhältnismäßig schwer, euch jetzt eine gescheite Aussage zu geben. Allerdings weiß ich, dass der 5. Mai ein Sonntag war. Und 5 und 7 ist 15. Das heißt, heute ist Donnerstag. Ja bitte, man kann ja alles ausrechnen. Ist überhaupt kein Problem. Die Hausübung, ja, ich soll euch die Hausübung sagen, dass ihr Ruhe habt. Ich verstehe. Die Hausübung, finde heraus, wie viele Vertiefungen ein Golfball hat. Ob das wohl bei allen gleich ist? Ihr müsst jetzt alle Golfbälle, die es gibt, sie kontrollieren und schauen, ob die gleich viele Vertiefungen haben. Aber da gibt es sicher eine Norm, oder? Eine EU, eine DIN-Norm, eine EU-Norm, einen Webstandard und was weiß ich, was es noch alles gibt. So wird das sein. Ich genieße gerade mein Leben. Ich habe es gerade recht entspannt. Der Staat pocht weiter auf mir herum. Ich habe mich daran gewöhnt. Wir genießen unsere Sonntage im Kindergram. Meine Kinder freuen sich über eine Runde Flipper. Jeder Flipper, den ich spiele, der macht Mätzchen. Drum bleibe ich mal eher beim Lego. Das macht dann ein bisschen Entspannung. Ja, und jetzt hole ich mir das nächste Lego und nehme noch das Sonntagsvideo für diese Woche auf. Und dann mache ich Schluss. Das ist der große Plan. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Vielleicht sehen wir uns ja mal. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann hier im Eitle Kinderraum oder höher auf diesem YouTube-Kanal. Ein Lego-Koffer! Liegt auf 2 cm. Da bin ich, hallo! Ja! Voll geil, oder? Von und zu überhaupt!